Das Ziel Kulturkaiserpassage vereint mit dem Passagehof und in Zukunft vielleicht vereint mit dem Kinoplatz und mit der Kaiserpassage, mit dem Lindenkarree, ergeben unserer Meinung nach ein idealer Platz der Begegnung, auf dem wir kulinarische Genüsse, Events im Bereich der Kunst, Kultur und Musik, sozusagen kurz gesagt Unterhaltung jeglicher Art begegnen werden. Vielen Dank auch gerade an Herrn Dr. Käuflein. Findet doch hier in Karlsruhe eine Symbiose zwischen Unternehmern, Künstlern und der Stadt Karlsruhe statt, die meiner Meinung nach einmalig ist. Das Art-Institut heute mit der Ausstellung des weltberühmten Künstlers Hans-Peter Adamski ist der Auftakt einer Reihe von vielen Ausstellungen, die noch folgen werden. Ich möchte nur jetzt unseren stadtbekannten Bürgermeister Dr. Käuflein begrüßen, der sich liebenswerterweise die Zeit genommen hat, heute hier das Art-Institut im Namen der Stadt Karlsruhe offiziell zu eröffnen. Und darf Sie bitten, ein paar Grußworte zu sagen. Und ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu der ersten Ausstellung in der neuen Galerie des Art-Instituts. Herzlichen Dank an der Stelle für die Einladung hier bei der Vernissage von Hans-Peter Adamski Blaupause zu Gast sein zu dürfen. Hier werden in Zukunft deutsche, aber auch internationale Künstlerinnen und Künstler zu betrachten sein und, meine Damen und Herren, das darf ich sagen, auch zu kaufen sein. Das ist bei einer Galerie ja ganz wichtig. An der Stelle einen ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Molina Leitner, der Leiterin der Galerie, und Ihnen, Herr Thomas Rühle, als Gesellschafter und Vermieter hier dieser Galerie, für Ihr Engagement zum einen zur kulturellen Belebung der Kaiserpassage, das haben Sie schon anklingen lassen, aber auch einfach zur Attraktivitätssteigerung, die hier geplant ist, die Galerie vom Realen, also von einem Ladengeschäft, auch ins Digitale zu verlagern, sodass Kunsterlebnis, aber auch Kunstkauf auch im Internet möglich ist. Mitten in der Stadt die Möglichkeit des Dialogs, ja, also kunstinteressierte Experten, Künstler, Passanten, die hier vorbeikommen können, hier miteinander in einen Dialog treten. Ganz herzlich willkommen, tolles Ereignis für den Kulturbürgermeister, wenn eine neue Galerie in der Stadt aufmacht. Allen danke, die etwas dazu beigetragen haben heute Abend, und im Namen der Stadt Karlsruhe als Bürgermeister, aber auch ganz persönlich, darf ich uns einfach einen inspirierenden, einen interessanten Abend wünschen und gleichsam eine spannende gemeinsame Reise, ich greife den Titel auf, ins Blaue hinein. Ganz herzlich willkommen und danke. Danke allen, die hier bereits wohl so was Wunderbares machen, mit dir starten. Und wünsche eine tolle Blaupause und wünsche vielleicht dieser Welt auch mal eine Blaupause. So ein freundliches Lächeln, das ist Ihre Bilderhamburg-Richtung. Hallo, wenn Sie gut kommen, gehen Sie jetzt.
Voilà ce que ça donne.